Na, alle zusammen, hier ist wieder Chiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich heute euch wieder so ein kleines Kisten-Opening-Event präsentieren. Und zwar möchte ich heute wieder 5 Paragon-Kisten aufmachen. Und zwar hatte ich mir überlegt, komm, ich mache jetzt 5 von den neuen Kisten auf. Denn in den neuen Kisten kann unter anderem ein Mount drin sein, ein paar Toys, die jetzt ja auch ganz nett sind und vor allem diese Rang 4 Essenzen. Und ich würde ganz gerne wissen, ob diese Rang 4 Essenzen, ob man da nur eine braucht und alle Specs hat oder ich als Druid mit 4 Specs bzw. 3 verschiedenen Essenzen, die D-Specs haben glaube ich dieselbe, ob ich da dementsprechend x Kisten brauche, um alle quasi Rang 4 Essenzen holen zu können. Deswegen habe ich hier schon ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich ein paar alte Kisten, aber die brauchen wir nicht. Ich brauche jetzt hier quasi die Anquana Kiste. Und dann noch die Kiste von Mechagon, die habe ich hier auch irgendwo rumliegen. Ah, da. Und dann haben wir dementsprechend hier noch eine Anquana-Kiste, sind wir bei 3. Noch eine vom Rostbolzen-Widerstand. Und ihr seht, ich habe fast 20.000 Ruf. Den werden wir dann jetzt auch gleich nochmal mit diesen Kisten-Ruf-Tokens hochbasteln. Und dann habe ich 5 neue Kisten und ich hoffe, dass ich eine Essenz rausbekomme, um euch das zeigen zu können und mir auch zeigen zu können, ob das jetzt mehrere Essenzen sind, die man braucht oder nur eine. Gut. Dann würde ich sagen, steigen wir ein. Und ja, übrigens, das ist die Scharwolkenschlange. Ich habe sie endlich bekommen. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen hatten. Und zwar würde ich sagen, fangen wir mal mit der vom Rostbolzen an. Ich habe jetzt hier ganz normal auf Tank stehen. Oder nee, jetzt stellen wir mal auf Tank. Um dann zu gucken, ob man es irgendwie umbasteln muss. Oder ja, das, da bin ich mir nicht so sicher. Wir machen sie mal auf. Okay, sie buggt. Ich habe nichts gekriegt. Nada niente. Also einmal war das eine Nullnummer, wir drücken mal das Mount weg. Dann holen wir uns die nächste Kiste. Gibt noch ein bisschen Azurit. So, komm, Kiste Nummer 2. War auch eine Nullnummer. Okay, das hat eine ziemlich gute Dropchance, wie es scheint. Also wir haben 2 Kisten aufgemacht, zweimal nichts bekommen. So, jetzt kann ich mir hier diese Ersatzteile einmal herstellen. Und dann die Ruf-Tokens, die 100 Ruf bringen, die setzen wir ein und dann müsste ich mir eine dritte Kiste bauen können. Und wenn die dritte Kiste auch nichts gibt, dann bin ich ganz schön enttäuscht, muss ich euch sagen. So, das bringt 100 Ruf und nochmal 100 Ruf und nochmal 100 Ruf und ein letztes Mal 100 Ruf. Und tada, da haben wir die nächste Kiste. Also 3 Kisten und Nada, das wäre richtig enttäuschend. Das wäre richtig, richtig enttäuschend. So, jetzt aber. Alter. Ja, also 3 Kisten aufgemacht und nur Gold und Kriegsressourcen rausgekriegt. Scheint so, ob das Ding jetzt nicht so die ganz geilste Chance hat. Das waren jetzt 30.000 Ruf für nichts rausgeblasen. Aber gut, wir haben jetzt noch 2 Anquana-Kisten. Dazu muss ich aber jetzt einmal rüber und zwar nach Nasjatar. Und dort werden wir dann die anderen beiden aufmachen. Und ja, Ich hoffe, dass ich vielleicht das Mount rauskriege. Vielleicht eine Essenz. Dass wir wenigstens dahingehend mal gucken können. Weil wenn das so beschissen droppt und ich dann dreimal eine Essenz brauche, dann wird es richtig, richtig kacke, das zu farmen. So, jetzt machen wir erstmal die Nasjatar-Kiste auf. Ich habe wieder nichts gekriegt. Okay. Und eine haben wir noch. Eine, die ich mir jetzt noch holen kann. Na, 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 na. Und? Alter, 5 Kisten, 5-mal nichts. Ist das bitter. Ist das bitter. Ja, es scheint so, ob ich kein Glück habe. Das waren jetzt viele Ruf, die ich gefarmt habe für nichts und wieder nichts. Gut, ich habe jetzt dann noch ein paar alte Kisten, die machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal auf, beziehungsweise ich muss dann halt jetzt wieder ein bisschen Ruf zusammenfarmen. Rostbolzen bin ich komplett blank und ja gut, bei den Ankohanern habe ich schon wieder die Hälfte. Also sprich, da haben wir dann bald wieder eine Kiste zusammen. Und ja, auf dem Hordenschar bin ich auch gerade dabei, den Ruf fertig zu kriegen. Da werden wir dann auch ein bisschen weiter basteln. Ja, ich habe anscheinend richtiges Pech. Schreibt mir mal gerne rein, ob ihr schon aus der neuen Kiste irgendwas rausgezogen habt. Vielleicht auch schon eine Essenz und mir sagen könnt, ob man dann alle bekommt oder nur eine von den Dings, von den Essenzteilen. Selbstverständlich habe ich, falls sich jetzt der ein oder andere fragt, die schon auf Epic. Also dementsprechend kann ich auch die Legendary Essenz kriegen. Das ist jetzt nicht das Problem, dass ich die nicht auf Epic hätte. Da habe ich schon ein bisschen gefarmt. Ja, das war's mit dem Video. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.